Hi, hallo, ich bin's Alena und heute geht es um meinen Handtaschenkalender, das Filofax Saffiano in der Größe Personal Size. Und ich hoffe, meine schmatzende Katze im Hintergrund stört dich nicht allzu sehr. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Video und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Okay, also, wie ich schon erwähnt habe, das ist der Filofax Saffiano in der Größe Personal Size. Ich verlinke ihn dir unten in der Videobeschreibung, den habe ich über Amazon erworben. Und genau, ich würde sagen, wir starten einfach auch gleich los. Ich klappe ihn auf. Alles, ich erkläre dir überall, wo es herkommt, damit du auch Bescheid weißt. Ich habe mir hier Einlagekarten oder so kleine Seitenkarten gemacht mit Farbcode. Es ist noch nicht ausgefüllt, weil in diesem Kalender für die Handtasche möchte ich Color Coordinating machen, also nach Farben das Ganze gestalten. Somit kann dieses Sticker-Set aus meinem Shop schon mal raus, weil es ist jetzt kein Color Coordinating, also nicht relevant. Ich habe mir hier in die Stiftelasche einen Stift reingemacht, auch den findest du in der Videobeschreibung verlinkt und hier hinten in einer extra Stiftelasche-Tasche, die man so extra aufkleben kann, auch die habe ich bei Amazon gekauft, habe ich meinen grauen Textmarker drin von Staedtler, der Triplus Text Surfer, um genau zu sein. Diese Karten habe ich selbst gemacht, die findest du in meinem Shop. Ich habe dir beide Shops, Alinas Mom Life und Alina Plants Shop, unten verlinkt. Da kannst du diese Sachen bestellen, wie zum Beispiel auch für den Fall, dass der Kalender gefunden wird, wen sie kontaktieren sollen. Und auch im Case of Emergency, das ist jetzt alles noch blank, das habe ich mir jetzt hier auf die Seite gemacht. Das werde ich dann nach diesem Video ausfüllen, aber private Daten und so weiter. Das hier ist einfach nur von Filofax, von diesem Öli-Clip, dieser Magnetclip. So kam der mit diesem Blatt und ich fand das so schön und darum habe ich mir das da einfach hinten reingemacht. Ob es drin bleiben wird, weiß ich noch nicht. Und diese Klammern findest du auch in meinem Shop verlinkt hier. Fängt das Ganze erstmal an mit einem transparenten Dashboard. Das ist hier das ganz normale Einlagenblatt, was bei jedem Filofax mit dabei ist. Da habe ich einfach diesen ERN-Code-Aufkleber runtergemacht und das Ganze mit einem Öli-Clip zusammen fixiert. Also es ist ein Magnetclip mit diesem 2023er Dashboard, was ich entworfen habe, was mittlerweile in einem Set, also mit dieser Inbox und dem 2023, eben auch in meinen Shops zu erhalten ist, als sogenanntes Doppelpack, also einmal in jeder Kalendergröße dieses Transparentpapier und dann auf Karton eben dieses etwas dickere Inboxpapier, wo ich mir zwei ganz normale transparente Sticky Notes draufgeklebt habe, denn hier schreibe ich mir immer ganz gerne mal was drauf, ne? Wenn es schnell gehen muss und ich mir was einfällt. Deswegen ist es hier drin. Hier vorne findest du auch noch von Filofax ein bisschen Notizpapier, was ich mir hier jetzt mit reingeschmissen habe. Ja, für den Fall, dass mir die Sticky Notes ausgehen in der Inbox oder ich eben ein bisschen mehr aufzuschreiben habe, wenn ich mal beim Arzt sitze und so weiter. Dann habe ich mir hier wieder meine Divider reingemacht, also meine Trenner, die in Transparent sind. Die habe ich ja in meinem Shop unbeschriftet und ungelocht. In jeder Kalendergröße kann man die bestellen und die habe ich mir jetzt hier für die Handtasche in meinem A5, den du ja schon auswendig kennst, ist es alles ein bisschen anders. Hier habe ich es mir jetzt beschriftet mit Jahr, mit Monat, mit Woche, mit Tag, falls es mal ein ganz, ganz stressiger Tag wird, mit Notizen und Tracker. Ich habe jetzt hier auch nur die 6er Side-Tabs, ich habe hier oben keine Top-Tabs. Und habe mir dann hier bei dem jährlich einfach eine Klebetasche draufgepackt, die es auch in meinem Shop gibt. Und habe mir dann hier hinten zum Beispiel selber eine Self-Care-Karte gemacht, weil ich eben auch ja, gerne dazu neige, mich so ein ganz klein wenig zu vergessen. Und manchmal braucht man so eine kleine Inspiration für die, also für die persönliche Entspannungszeit und da stehen solchen Sachen drauf wie nimm ein Bad, geh offline, geh spazieren, schau einen Film, Maniküre, gönn dir eine Gesichtsmaske, Familienzeit, atme tief durch, kraul Günni, unseren Kater, der jetzt fertig ist mit Essen oder trink in Ruhe einen Kaffee. Damit man nicht gleich auf diese Kalendereinlage von 2023 schaut, habe ich mir hier nochmal ein sogenanntes Vellum gemacht. Die gibt es mittlerweile nicht mehr in meinem Shop.
mit jährlich, was ich dann einfach mit so einem, mit einer schwarzen, tropfenförmigen Büroklammer dann dahinter gepackt habe. Und so habe ich das hier auch bei monatlich gemacht und dann noch bei täglich. Nein, da gab es dann schon gar nicht mehr, aber bei Notizen zum Beispiel und bei Tracker habe ich mir einfach hier hinter ein Dashboard geklemmt oder ein sogenanntes Vellum. Alle in Kalendereinlagen, wenn sie von mir sind, findest du im Shop verlinkt. Das hier ist jetzt zum Beispiel die Jahresübersicht auf einer, zwei, drei Seiten, also zwei Monate pro Seite, weil das für mich dann einfach angenehmer ist, wenn ich dann mal gucken muss, oh Moment, habe ich denn am, weiß ich nicht, 24. August einen Termin oder habe ich nicht? Drum finde ich diese Jahresübersichten immer sehr praktisch. Bei der Monatsübersicht, hier hatte ich mal so einen, so eine extra Klebestiftlasche, die habe ich dann einfach abgezogen und dann das monatlich dahinter gepackt. Hier habe ich mir ganz normal das einen Monat auf zwei Seiten, wenn ich dann meine Monatsplanung in meinem großen A5 mache, den du ja, wie ich es schon dreimal erwähnt habe, glaube ich, in- und auswendig kennst, will ich das aber auch hier in meinen Handtaschenplaner einfach dann nur schnell mit Stift und Textmarker reinschreiben. Ein paar Color Coordinating Dots, also mit ein paar Sticker, Aufkleberpunkten, dass das eben auch so passt. Und hier habe ich tatsächlich alle 12 Kalendereinlagen drin. Und wie du siehst, habe ich schon, ne, es war ein Versuchsprint. Da bin nämlich ich so, dass wenn mir dann so ein Upsi passiert, wo es einfach Flecken gibt, dass ich die dann für mich behalte, weil damit komme ich auch sehr gut zurecht. Hier habe ich mir auch nochmal so eine kleine Visitenkarte, Visitenkartentasche zum Aufkleben hingeklebt mit Dingen, die ich zum Beispiel berücksichtigen kann bei der monatlichen Planung, bei der wöchentlichen Planung oder auch bei der täglichen Planung. Also Dinge, die für mich einfach persönlich immer noch so zu berücksichtigen sind, die findest du auch in meinem Shop, allerdings dann ohne hier irgendwelche täglichen oder wöchentlichen und monatlichen Aufgaben eingetragen oder Erinnerungen besser gesagt, sondern einfach zum Selbstausfüllen. Das Ganze kannst du dir natürlich dann auch auf sogenannte Plastikkarten mit einem Sticky Note in Color Coordinating machen und dann das also als sogenannte Task Card dann einfach dahin packen. Dieses Dashboard von Louis Vuitton gibt es nicht in meinem Shop. Dazu habe ich einfach Google aufgemacht, mir das Muster rausgesucht und mir dann auf Transparentpapier gedruckt, weil ich es einfach schön fand. Und das ist schon ewig und drei Tage alt und das ist schon, glaube ich, im dritten Personal Filofax gelandet. Hält aber nach wie vor immer noch prima. Hier bei der Wochenplanung habe ich tatsächlich 53 verschiedene oder 53 wöchentliche Planungen drin. Weil ich das einfach schön finde, wenn mir das Ganze dann zu dick werden würde, kann ich die immer noch rausnehmen. Das Lineal von Filofax markiert mir dann meine aktuelle Woche und hier ist dann mein sogenanntes Morning Mindset. Einfach für mich zur Erinnerung, auch das findest du bei mir im Shop zum Bestellen. Was ist das große Ganze des Tages? Mit wem will ich heute Zeit verbringen oder mit wem will ich mich treffen? An welchem Projekt möchte ich heute arbeiten, sodass ich auf mich stolz bin? Welche gesunden Entscheidungen kann ich heute für mich oder meine Familie treffen? Bundfasching schon wieder, das tut mir leid. Welchen Mehrwert will ich heute für meine Familie oder für mein Team beisteuern? Oder was will ich heute? In schwierigen Situationen, oder wie will ich heute, seht ihr, hier habe ich einen Schreibfehler. Gut, dass wir es nochmal durchgehen, dann kann ich das nochmal korrigieren und im Shop gleich austauschen. Wie will ich heute schwierigen Situationen begegnen und wie will ich damit umgehen? Und für mich immer ganz wichtig der Reminder, dass ich genug bin. So wie ich bin, bin ich gut und das passt auch so. Mit Günihaar einlaminiert. Wenn du eine Katze hast, hast du die Haare überall. Ich denke mal, das weißt du. Hier habe ich mich erstmal für das Hobonichi-Layout entschieden. Also eine Woche auf der rechten Seite, Montag bis Sonntag. Und hier einfach wirklich rein für Notizen. Weiter hinten ändert sich das Ganze dann in eine Woche auf zwei Seiten. Auch hier möchte ich einfach mal munter und lustig durchprobieren, welche Planung mir im Personal für die Handtasche am besten gefällt. Eine Woche auf zwei Seiten. Montag bis Freitag auf der linken Seite, Samstag, Sonntag Memo, Prioritäten und nächste Woche auf der rechten Seite. Und dann habe ich mir den Rest hier einfach ja, ausgedruckt und zugeschnitten und fand das auch gar nicht so verkehrt. Bei der täglichen Planung habe ich auch hier wieder, also ich plane nicht allzu täglich in meinem Handtaschenkalender, gebe ich ganz offen und ehrlich zu, aber manchmal gibt es ja so einen Tag, den man dann einfach, ne,
mal so schnell durchgehen muss. Auch dieses Leo-Muster habe ich jetzt einfach schnell Google bemüht, mir ein schönes Muster rausgesucht, ausgedruckt, fertig. Und dann habe ich jetzt zum Beispiel meine Morgenroutine draufstehen, meine Abendroutine und auch die Wochenendroutine. Da gibt es ja auch schon ein großes Wochen- oder Routinen-Video. Nein, noch nicht. Gibt es aber bald auf diesem Kanal. Haha. Auch hier wieder mit einer Tropfenklammer hinten dran gefügt und dann habe ich mir hier wirklich einfach ein paar Dailies ausgedruckt, die ich hier mit drin haben will. Das sind jetzt keine 365. Das würde sonst wirklich den Kalender sprengen. Wenn ich diese Kategorie nicht nutze, nehme ich die täglichen Kalendereinlagen raus, organisiere sie hier in meiner Sticker- und Kalendereinlagen-Aufbewahrungsordnerstation. Auch dazu gibt es schon ein Video, das verlinke ich dir auch irgendwo hier im aufploppenden i. Und dann kann ich hier einfach die Beschriftungen vom Dymo abmachen, mir das Ganze neu beschriften oder einfach auch alles komplett so rausnehmen und das ist dann auch völlig okay. Unter Notizen, Let's Do This, das war auch ein Freebie von einem anderen Shop, was auch schon ewig alt ist, was ich dann ganz genauso wieder mit einer Tropfenklammer festgemacht habe, wo ich ganz normales, liniertes Papier drin habe. Falls ich mir mal irgendwie Notizen machen muss, weil ich irgendwo länger warten muss und sitzenderweise mir langweilig wird und ich mir dann hier Video-Content-Ideen draufschreiben kann und du siehst, das war auch wieder ein Upsi. Unter Trackern, und da bin ich ja ganz offen und ehrlich, ich möchte so unglaublich gerne Dinge in meinem Leben tracken, komme aber nie dazu und schaffe es irgendwie auch nicht, diese wirklich auszufüllen. Also, neuer Versuch, wir probieren es trotzdem. Und da habe ich mir auch ein Bild rausgesucht aus dem Internet, was mir gefallen hat. Habe das auch wieder hier auf Transparentpapier gedruckt und das Ganze dann zugeschnitten, passend für den Filofax, hier hinten dran mit einer Klammer. Und dann haben wir hier ein paar Habit-Tracker-Einlagen mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Trackern auf einer Seite von 1 bis 31 und noch 2 zusätzlichen Punkten. Und das ist, wie du sehen kannst, ein richtiger Ups-Cut. Denn hier haben wir die Lochung, also da habe ich mich gründlich verschnitten. Und deswegen, ja, ist krumm und schief und drum liegt es eben bei mir drin. Weil mich es persönlich jetzt nicht stört, wenn du deinen Tracker in Personal Size bestellst im Shop, dann passt das von der Lochung alles dann so, wie es sein soll, natürlich. Aber das ist so typisch Alena, ne? Man schmeißt ja nur Speck, man nimmt es dann für sich. Hier hinten kam von Filofax auch eine Visitenkartenablage mit 3 Fächern auf jeder Seite. Die habe ich jetzt erstmal hier hinten mit drin, weil ich noch nicht genau weiß, für was ich sie nutzen will und wie ich sie nutzen will. Und dann gibt es beim Filofax immer auch noch diese kompletten Einlagetaschen, die komplett zu sind bis hier oben. Ich habe meine einfach angeschnitten und habe mir hinten schon so ein paar Dinge reingepackt an Stickern, die ich immer sehr gerne verwende. Aus meinem Shop diese Wochentags- und Datumsticker, noch aus dem alten Shop, den ich mal hatte, transparente Sticker und noch ein paar Washi-Tape-Sticker, die vom Farbdesign her ganz gut passen werden. Und darum habe ich die hier hinten einfach mit drin, weil es ja dann eben doch mal Dinge gibt, gerade bei dem Color Coordinating, ne, verschiedene Farben. Da muss ich mir dann hier vorne noch meine Farbkarte komplett, also mein Farbcode noch dröseln, so wie ich ihn gerne hätte. So, dass wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich kriege einen Termin für Liam, dann wird es grau und ich bin unterwegs. Oder ich kriege einen Termin für mich, dann ist es pink. Oder altrosa, weiß ich nicht, Hund, Katze, Pferd. Gut, Pferd haben wir nicht, aber Hund und Katze haben wir ja mittlerweile. Also solche Sachen einfach, dass ich da so ein bisschen freier bin. Verschiedene Dots findest du natürlich auch bei mir im Shop. Und hier hinten, wo man dann dieses Notepad reinstecken kann, da habe ich jetzt wirklich noch gar nichts drin, weil ich das eben ja bis jetzt noch nicht gebraucht habe. Denn ich habe ja meine Notizenkategorie direkt hier schon mit dabei. Das ist also jetzt mein Personal Filofax für das Jahr 2023. Auch hier werden wir ab und an mal zusammen planen, ganz minimalistisch, nur mit Stift und Textmarker und ein paar Punkten, Klebepunkten. Und ansonsten werde ich den größtenteils an der Handtasche haben und auch ein Flip-Through wird es hierzu natürlich geben. Und ja,
Sag mir doch einfach mal in den Kommentaren, was dir noch bei einem Handtaschenplaner fehlen würde oder worauf du noch besonderen Wert legst. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, tschüss, deine Alena.